Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute werde ich mal ein Unboxing machen, und zwar zur JBL Flip 4 Box. Ja, ich weiß, es gibt bald, oder es gibt schon die Flip 5, aber ich habe mir einfach die Flip 4 bestellt. Und ja, ich werde die jetzt unboxen. Also erstmal, so sieht die Verpackung aus. Massage hinten. Hier kann man noch. Stoppt einfach das Video, wenn ihr das euch näher anschauen wollt. Und hier nochmal die andere Seite. Oben und unten. Nichts Besonderes, um das zu öffnen, neben an der Seite, weil hier sind so zwei Klebestreifen. Klappen die Box jetzt einfach mal auf. Zack, zack, zack. Hier kann man... Gucke ich mal später an. Hier drunter ist die Box, schau mal. Und hier müsste Kabel, Ladekabel und so drin sein. Schau mal hier rein. Mir gefällt das Design hier. Machen wir das mal auf. Ja, hier ist das Ladekabel dran. Ein Micro-USB-Kabel, ein ganz normales, denke ich. Da kommt was raus. Sonst ist da nichts mehr drin. Dann machen wir das hier mal auf. Was ist hier? YouTube Music. Ich guck mal. Garantiekarte. Aha. Was haben wir hier? Instruction. Safety. Oh, kein Schwein. Aha. Mhm. Aha. Mhm. Aha. Mhm. Aha. Ja, ja. Sehr gut. Ja, okay. So schnell liest man sich so einen Scheiß durch. Hier kann man sie sehen. Da kann man die Kameras drin sehen. Hier sind die unterschiedlichen Knöpfe. So, hier, um zu verbinden, Bluetooth, leiser, lauter und ich glaube, das ist der Play-Knopf. Dann haben wir hier, dann ist hier das der An- und Aus-Knopf, und hier kann man die laden und anschließen per Kabel. Per AUX-Kabel. Und ja, das war's eigentlich von diesem Video. Ich werde jetzt keinen Soundtest machen, weil wegen Copyright und so ein Scheiß. Ja, ich weiß, es gibt auch so copyright-freie Musik, aber die hört sich manchmal so scheiße an. Und ich kann halt eben jetzt einfach keine gute. Deswegen war's das jetzt erstmal von diesem Video. Ich werde jetzt hier die ganze Scheiße reinräumen. So. Das war's von diesem Unboxing. Und ja, ciao, Leute.